Was geht ab, Freunde? Willkommen auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute werden wir wieder auf Memes reagieren, aber heute auf Videos, okay? Keine Bilder. Bin gespannt, was ich so finde. Und ja, Freunde, legen wir gleich los. Okay, Freunde, fangen wir an mit dem ersten Video. Haben Sie den Mann, der Sie überfallen hat, gesehen? Okay. Hab ich, ja. Gut, können Sie ihn mir beschreiben? Ja, er war etwa 1,75 bis 1,80 groß. 1,75 oder 1,80? Ich schätze 1,80. Machen okay. Wir 1,77,5 draus. Wie alt war er? Ende 30, vielleicht 37. Ich weiß nicht, irgendwas zwischen 35 und 40. Sagen wir 37. Ethnische Zugehörigkeit? Er hatte ein asiatisches Aussehen. Asiatisches Aussehen? Okay. Heißt das koreanisch oder Thai oder eher vietnamesisch? Vielleicht koreanisch. Hätte auch ein Japaner sein können, aber ich glaube koreanisch. Koreanisch. Irgendwelche besonderen Merkmale? Hatte er Narben oder Piercing? Ich glaube, er hatte ein Tattoo. Sie glauben, er hatte ein Tattoo oder hatte er eins? Was jetzt? Ich weiß nicht. Es ist alles so schnell gegangen. Schon gut, ich habe eine vorläufige Skizze. Ist das der Mann, der Sie überfallen hat? Okay, das hätte ich nicht erwartet, das, Leute. Das ist ein bisschen rassistisch, oder, Leute? Also, aber der war nicht schlecht, Leute. Okay, Leute, weiter geht's mit dem nächsten Video. Am Ölwerft noch. Okay, das ist ein Wiener, das erkennt man gleich. Die sitzt in Ruhe. Alter, komm runter, hast kleine. 13-Jährigen. Aber keine Zuwanderer, oder? Zuwanderer. Okay. Hallo, ich weiß nicht, ob ihr diese Reportage kennt, aber ich kenne das, wo sich halt so ausländische Kinder und so Wiener streiten, ja. Und das ist halt ein Ausschnitt von da. Okay, Freunde, wir haben jetzt noch einen Family Guy Clip hier. Ich spiele so gern Maracas, okay. Die machen Spaß. Was da wohl drin ist? Sand oder Reis vermutlich. Oh nein, vielleicht sind es Knochen. Nein, Knochen sind zu groß. Aber Babyknochen nicht. Nein, niemand würde ein paar Babys für Maracas umbringen. Und wie würde man die töten? Ich würde eine Badewanne nehmen, dann könnte man so 8 auf einmal umbringen. Joe hat gerade ein Baby gekriegt. Ich habe ein Baby zu Hause. Und eine Badewanne. Peter, du wirkst unkonzentriert. Denkst du schon wieder dran, Babys zu töten? Nein. Jetzt musst du die auch. Family Guy ist einfach legendär. Ich verstehe nicht, wie die auf diese Ideen kommen, ja, aber ich lache mich da immer wieder kaputt. Wenn man auf Hochzeit gefilmt wird, okay. Ja, das stimmt wirklich, Leute. Es gibt immer jemanden auf Hochzeit, ja, bei uns auch. Kommt einfach jemand, der mit Kamera und du musst so schön lächeln und so und der geht weg. Schaust du wieder ernst. Ich glaube, das kennt fast jeder. Okay, machen wir weiter, Leute, mit den nächsten Meme. Ach krass, also das bedeutet, ja, im Gefängnis selbst ist das erst für dich so richtig eskaliert, dass dein... Alter, ich habe gar nicht gewusst, dass gelähmte Leute ihre Beine bewegen können. Seit wann, ich kenne den, das ist Leroy, seit wann kann er seine Beine bewegen? Ich habe gar nicht gewusst. Respekt. Ja, Freunde, wir machen weiter mit dem nächsten mitmachen. Meme. Denk mal an deinen Lieblingsfilm. So, hast du? Und jetzt überleg mal, gibt es in diesem Film mindestens 2 Frauenrollen? Sprechen diese Frauen auch miteinander? Sprechen die auch über was anderes als über einen Typen? Klappt nicht. Dann hat der Lieblingsfilm den Bechdel-Test leider nicht sonst verstanden. Sonst kriegt sie gleich einen auf die Schnauze. Ja, Leute. Das sind diese Frauen aus TikTok, ja, die machen immer so, ich weiß nicht, extreme Feministinnen halt. Und ja, das Video hat gut gepasst, ja. Mit diesem, wie heißt er nochmal, ich habe seinen Namen vergessen. Okay, das nächste Video. Soll ich auch dir zeigen, wie ich es geschafft habe, innerhalb von 6 Monaten ein passives Einkommen zu erzielen? Träumst auch du davon, deine Träume in die Hände zu nehmen? Sag mal, was machst du von meinem Auto? Verpiss dich, Mann! Okay, Leute, ja. War nicht schlecht, ja. Das stimmt ja auch, ja. Meistens diese Leute, die sowas machen, leihen sich diese Autos aus und ja, tun so, als würde dieses Auto ja ihnen gehören und so. Eigentlich stimmt das Ganze ja auch, wenn es nur Spaß war. Meine Gedanken essen, Bruder, während deiner Arbeit. Okay. Und wie viel hat eine ganze Katze? 1000. Hä? Hä? Bruder, bist du dumm? Nein, Bruder. Welche Schule gehst du mal? Förderschule. Ja, Leute, der nächste Meme. Cody is blind and autistic. Oh. Das war nicht nett, Bruder. Der hat einfach ihn weggedrückt, Leute. Ja? Nur weil er blind und keine Ahnung, was noch. Er war blind und noch was hatte er. Hat einfach ihn gebuzzert. Ich hoffe, das war nicht echt, Leute. Na, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Das war das erste Mal, dass ich es mit Videos gemacht habe. Ja, reagieren. Ich musste noch verbessern. Ja? Tut mir leid, falls es nicht so gut ist, aber ich werde auf jeden Fall mich verbessern.
und versuche das nächste Mal es noch besser zu machen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, Leute. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Tschüss.